Lange angekündigt und nun ist es endlich soweit. Heute stelle ich euch das CA300H Case vor, das mir freundlicherweise von Shakun zur Verfügung gestellt worden ist. Vielleicht war ja der ein oder andere mit in meinem Livestream am 11. Dezember dabei, als ich mein Hauptsystem aus dem alten Enamax Equilence Gehäuse ausgebaut und in dieses Case eingebaut habe. Falls nicht, könnt ihr euch das Video in voller Länge auf meinem Twitch-Kanal NashArmyTV anschauen und da wären wir auch schon beim Thema. Natürlich habe ich das Case kostenlos bekommen, aber ich hätte wohl kaum mein derzeitiges Hauptsystem dort eingebaut, zumal ich eine Testbench habe, die alle nötigen Teile beinhaltet, wenn ich von dem CA300H nicht überzeugt gewesen wäre. Denn gegenüber meinem alten und einigen anderen Gehäusen verfügt das Shakun Case über gewisse Vorteile, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Das Case ist in Schwarz und Weiß erhältlich, ich habe es in Weiß zugeschickt bekommen und finde, dass es selbst wenn man schwarze Komponenten verbaut, sehr gut zur Geltung kommt. Dazu werden noch 4 vormontierte 120mm RGB-Lüfter von Shakun mitgeliefert, was in dieser Preisregion eher eine Seltenheit ist. Diese sind mit jedem Mainboard steuerbar, das über einen 5V ARGB-Anschluss verfügt, oder ihr verwendet einfach die vormontierte Steuerungsplatine, mit der ihr bis zu 8 RGB-Komponenten steuern und zwischen 20 Beleuchtungseffekten wechseln könnt. Das Ganze funktioniert in Kombination mit dem am Seitenpanel angebrachten Beleuchtungsknopf. Natürlich lässt sich die Beleuchtung bei Bedarf auch komplett ausschalten. Dazu bekommt ihr noch 2 ganz nette Gimmicks, die den einen oder anderen interessieren dürften. Und zwar könnt ihr die Grafikkarte, wenn ihr euch das Montagekit von Shakun besorgt, auch vertikal einbauen. Dies sollte aber idealerweise nur vorgenommen werden, wenn die Grafikkarte wassergekühlt ist, da bei luftgekühlten Karten der Abstand zur Frontscheibe sehr gering ist und dadurch höhere Temperaturen entstehen können. Es ist auch möglich, den Einbau ohne das Montagekit vorzunehmen, allerdings leidet darunter die Stabilität und die Karte hängt nur einseitig befestigt im Gehäuse. Solltet ihr euch für den horizontalen Einbau entscheiden, ist hier sogar schon eine recht gut versteckte Grafikkartenhalterung vormontiert, die ihr ganz nach euren Bedürfnissen einstellen könnt. Diese entlastet den PCI Express Anschluss, solltet ihr schwere Grafikkarten verbauen. Das Gehäuse unterstützt übrigens Grafikkarten bis 42,5 cm Gesamtlänge, was für alle gängigen Karten mehr als ausreicht. Und wenn wir schon bei den Funktionen des Innenraums sind, haben wir hier noch 3 SSD-Festplattenhalterungen, von denen ihr eine sogar als Halterung für eine Wasserkühlungspumpe einer Custom-Wasserkühlung nutzen könnt. Natürlich haben wir gummierte Kabeldurchführung und eine seitlich verstellbare Kabelabdeckung, um ein vernünftiges Kabelmanagement zu gewährleisten. Die maximale Netzteillänge beträgt 24 cm. Hier habe ich das Shakun WPM Gold Zero 750 Watt verbaut, zu dem noch ein gesondertes Video kommen wird. Aber auch alle anderen gängigen PSUs finden genug Platz. An der Oberseite habt ihr die Möglichkeit, 120mm, 140mm, 240mm, 280mm und 360mm AIO Wasserkühlung zu verbauen. In der Front kann sogar bei Bedarf eine 420mm AIO verbaut werden. Ebenfalls enthält diese, wie auch das Unter- und Oberteil, einen entnehmbaren Staubfilter, damit eure Komponenten möglichst staubfrei bleiben. Auf der Rückseite haben wir ein aufklappbares Kabelfach, in dem die RGB-Steuerung schon integriert ist und noch Platz für 4 weitere SSDs bzw. auch HDDs. Ich bin wirklich nicht der Beste, was das Kabelmanagement angeht, aber ich denke, der Platz reicht für alle Kabel, die bei so einem System anfallen, aus. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wozu hat man auf der Rückseite eine Glasscheibe? Nun ja, es gibt von einigen Herstellern tatsächlich RGB-Backplates für SSDs und einige wollen bestimmt auch einfach nur mit ihren Terabyte großen HDDs flexen und genau dafür ist das gedacht. Und einen weiteren Punkt hätte ich auf jeden Fall noch zu benennen, egal ob ihr das Case auf oder unter eurem Tisch stehen habt, die linksseitig angebrachten Knöpfe zum Ein- Ausschalten und für die RGB-Steuerung 2 USB 3.0 Anschlüsse, 2 Audio-Anschlüsse und der USB-C-Anschluss sind immer gut zu erreichen und vor allem ebenfalls RGB-beleuchtet. Um den Airflow zu testen, habe ich einfach mal meine E-Zigarette ausgepackt und ich denke, besser kann man es visuell gar nicht darstellen. Hier bleiben aus meiner Sicht keine Wünsche offen. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt eure Fragen, Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.